Es hat angefangen bei mir im Kinderzimmer. Sie haben sich gefragt, warum mört sie der Spinner nimmer. Ich war in meiner Welt, es wurde immer schlimmer. Sie haben gesagt, irgendwann find er nimmer zurück, aber das war mir wurscht. Schluck gegen den Augen durch, spuck ich meine Zeilen ins Mic. Jupp, Alter, dann fahrt's gut. Die Beats, meine Stimme und mein Gekritzel auf dem Block. Wird durchs Mic über Mac aus den Boxen außerboxt. Tight, das klingt fett, aber frei im Kopf. Jede Line ist perfekt, super einig, groß. Aber was mach ich jetzt damit? Fetter Boss und fetter Beat. Loslassen geht da hin, Alter, rosten gehen wir nie. So, was mach ich jetzt damit? Der Scheiß geht aus, ich brackt, boah. Wie mach ich das, Alter? Ich steig auf den Traktor. Doch ich hab gleich gemerkt, ich fühl mich so allein verdammt. Ich glaub, ich brauch nur einen zweiten aus meinem Heimatland. Hab ich mir nix geholt auf meinen Seiten und dann waren wir ganz. Und die Reise hat begonnen, daheim allein beim Franz. Wir haben nix auslassen, um die Leute zu überzeugen. Und bei so manchen Alten hat's Kassen drüber beugen. Doch wir haben nicht aus die Augen verloren, was wir für Ziel verfolgen. Musik vom Land fürs Land, die stand überall. Die ersten Gigs, 50 Euro pro Schell. Wir sind sie vorkommen wie Kings, Alter, los blähl. Los auf den Boots haben wir bocken das Vollgas. Und jeder hat gespürt, dass das was wird. Yeah, die ersten Zeitungen, die ersten Meinungen über uns, kennst du nur beim Franz. Die zwei Jungen aus dem Netz, aka die fette Sau im rosa Shirt. Damit war ich gemeint, sie fanden die zwei Posa gestört. Trick, 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 Shitters. Um nicht nur viral für gefällt mir zu sorgen, hab ich mich beworben. Bei Helden von morgen, sprich zeitgleich, hab ich was eingereicht, um neiche Leid mein Scheiß einig zu reimen, weil ich bleib dabei, mein Reimstyle ist ein Meilenstein und leider geil, Scheiß, nein, der Hauder, der zeigt, nein, ich schreib Weidmanns Heil. Die Show war ein riesen Plattform, nach außen war ich cool, nach innen war ich fast gestorben, aufgeregt, Finger kalt, ich hab mir dort einen abgefroren, das erste Mal eine riesen Bühne, das war unbockbar, ich hab rappt und die Leute haben gesungen, aber ich bin von Show zu Show weitergekommen, dann sind die Neider gekommen. In Endeffekt hat die Mooswalder Leiter gewonnen. Ich war Zweiter, wundert's wen? Man kennt ja, dass die Leute auf Platz 1 dann untergehen. Wurscht, weiß man nicht, ich hab mich kurz als Loser gesehen. Wegen 100.000 was gewesen. Doch ich hab's nicht gemacht, das Umsatz wegen. Ich hab's gemacht, unsertwegen. Draufdrischen, ich wollte das Karaoke singen, dort aufmischen. Barbara Streisand, Haberer Heisel, zu Haberer schleicht die, aber keiner verscheicht mich. Während der Castingshow hab ich geschaut, dass draußen er passt. Hab die Werbetrom migriert und einen Haufen verkauft von unseren ersten eigenen Shirts, Posters und Stickers. Das war halt oft einer gefickert, weil die Bestellungen durch Dicken geflogen sind. Aber mit meiner Family haben wir das dann draht. Mit der Zeit wird da klar, was das Ding für ein Wöhn schlagt. Richtig unerfahren, aber haben sie alles selbst gemacht. Jeder hat uns kennt, wir sind richtig bekannt worden. Jeden Tag hunderte Families beantworten. Hab's immer gern da, aber es hat durchgeschlagen. In die Tasten rein, ich kann so lang, bis der Kopf raucht. Nach ein paar Wochen hat dann endlich mein Handy gleit. Ein Album machen, was ich sofort, da hätte die Zeit. Aber Zeit hätte ich keine gehabt, eigentlich war schon ja gesagt. Und dann hab ich dann, was man halt so macht. Das erste Mal in einem echten Studio, ganz nervös in der fetten Booth und so. Deswegen hab ich dann eine Woche die Schuld geschwänzt für unseren Traum, dass die Platten einmal gut glänzt. In einer Spitzenzeit ein ganzes Album ins Mic grabbt. Der Lied zum Massadieren hat sich immer die Zeit drängt, dass unser Platten endlich fertig wird zu dope zwischen dem Aufnehmer unserer ersten Club-Shows. Es ist losgegangen, Bollwerk, dann ein Bär, seit Martin, bloß eh was zerrissen. Für uns war das kein Ding. Zwei Kings auf der Bühne immer konzentriert, egal ob's ein Short oder ein Longset wird. Die Club-Chefs haben gemerkt, dass mit uns die Diskos voller wären. Statt 50 Euro Gage waren hinten zwei Nuller mehr, aber Geld war nur nie unser Antrieb, sondern genau das da, was man verdammt lebt. Egal ob man vor 30 Leute spielt oder 1000, Hand in Tee, schnippt zum Beat, wir haben die Crowd gelangt. Es war sau fett, wir haben unseren Traum gelebt. Quetscht die Luft, quetschen, jeder hat die Hand gegeben. Nach HVM ist unser Album endlich rausgekommen. Von jung bis alt ist es einfach jeder draufgesprungen. Da fragt man sich dann selber, ob man nicht verrückt war. Drei Wochen auf der Nummer 1 in die Albumcharts. Dass unser Platten anstatt gut, sogar Platin ist, hat unsere Augen zum Glänzen gebracht. Wie Ace of Rocky Grills, mehr wie 20k verkauft von alter Puppen muss. Aber das hat er nicht gestillt, unseren gesunden Durst. Wir wollten mehr machen. Ein Album nach dem anderen, bevor der Sommer kommt, müssen wir doch nur ansehen. Damit die nächste Platten kommt für die Hitzezeit, haben wir sie gedacht, wir stehen gleich ein paar Hits bereit. Wenn wir gemerkt haben, dass der Markt wieder was Neues braucht, nehmen wir was Neues auf und dreschen's gleich aus. Unser zweiter Albumtitel, Proletten feiern länger, mit dem wollten wir die
Schatzle wieder bei der Sprenger. Es hat funktioniert für uns als mehr ein Zwischending. Mit Sommerthemen in der Kröll und Partynischen drin. Auf Platz 20 geschossen, wir haben's nicht glauben können. Es hat sich gut verkauft, über 10.000 wieder. Doch ein paar Leute haben glaubt, dass wir jetzt nur mehr das machen. Deswegen haben die ersten uns allein auf unserem Weg lassen. Plötzlich die Ohren verschlossen, uns im Rücken zugekehrt. Und bei neuen Sachen haben's dann einfach nicht mehr zugekehrt. Nix hat uns aus der Ruhe gebracht, auch wenn's weh tut. Wir haben weiter gemacht, und zwar nichts blöd genug. Doch für einen Track, shit, da passt erst der Output, wenn man wieder schreibt und auf neue Beats draufspuckt. Wir sind zurück zum alten Style, so ähnlich wie am Anfang. Nur dass wir besser waren, sind wir, haben gemerkt, dass wir's drauf haben. Über Landthemen wollt man wieder fleißig schreiben. Vom Burg aus dem Stall, über Dresi bis zur Teufels Gang. Zurück zu den Ruhm, so haben wir unser Baby tauft. Wieder hat's es geschafft in die Charts, den Weg hinauf. Doch ohne Song Contest, halt, man muss auch ehrlich sein. War die Sache mit der Platzierung auch ein gefährlicher. Erster Hype hat das Album auf Platz 3 pusht. Sind zwar die geile Scheiben wahrscheinlich nicht so weit gekupft. Neben die Albumproduktionen fast ein Jahr auf Tour. Um die 120 Shows, da geht der Vorhang zu. Wir sind tausende Kilometer durchs Land gefahren. Und unser Phänomen hat uns immer angespornt. Dazwischen hab ich dann Matura gemacht. Und beim zweiten Anlauf hab ich Matura geschafft. Yeah. Song Contest Ö3 hat bei uns angerufen. Und hat gesagt, passt auf, Burschen. Mitmachen tut die Frau Burscht. Und wir brauchen was von euch, wo das ganze Land aufhört. Genau unsere Kompetenz. Wocki mit dem Popo, war die Konsequenz. Wir, die Conchita und die Song Contest Bands, haben die Vorscheidung rockt. Ja, für die Fans. Die Leute haben glaubt, die Trackshit, das gingen wieder bohren. Auf einmal stängen wir zwei als Sieger oben. Dass die Conchi zwei Jahre später gewinnt, hätte man niederraten. Damals haben wir die Conchita geschlagen. Wir haben sie gefreut und haben gedacht, jetzt ist alles in Ordnung. Wir haben nicht geglaubt, dass uns so ein Gegenwind erwarten wird. Popo Wokin, ich mein, das war ein Kindergartenlied. Oh mein Gott, die Zwarin über Hintern, was du siehst, wie die Leute so ticken. Bei die Army Tracks geht's die meiste Zeit ums Ficken. Yes, yes, ja, da kannst du ja deine Meinung stricken. Doch das stört keinen, die benutzen Wörter, die gestört sind. Und den Inhalt, den kann keiner erörtern. Doch macht's wer auf Deutsch, das Resultat, dass alle empört sind. Yeah, zwar, dass alle empört sind. Pass auf. Wir waren vorne auf alle Zeitungen um. Es hat sogar gereicht für eine Club-2-Diskussion. Sie haben uns vorgeworfen, wir wären frauenfeindlich und so. Was war denn eigentlich los? Das Lied war ein Streicheltier so. Dessen Message Popo Wokin war. Sonst nix, schreibt's lieber, wie's durch so zu noch gar wie hart. Dann war kopiert. Ein Plagiat, glaub mir, irgendwann reicht's da, dann bist Traviat. Wurscht, wir haben alles gegeben, trainiert wie die Narischen. Haben was vorbereitet, was keiner macht, da war ein Nischen. Eine geile Show machen, rappen in der Landessprache. So war das beim Song Contest angedacht. Wenn's was Neues bringst, kannst gewinnen. Oder voll verlieren, das Risiko, das Adrenalin. Job, das wollt man spielen. Wir haben voll kassiert, letzter Platz, Alter. 25 Millionen Leute, letzter Platz, Alter. Natürlich ist ein guter Platz, Deutsch. Natürlich war's ein scheiß Gefühl. Egal, welche Schieberin dabei spielt. Wenn man das Ergebnis einmal sieht, da ist man gleich still. Da bleibt die Welt stehen, man verliert das Zeitgefühl. Wir sind in Garderob und haben uns eingesperrt. Verstehst, in dem Moment bist du ein scheiß wert. Für dein Heimatland hast du einfach so eingeschert. Einfach gnadenlos eingeschert. Meine Mama hat keine Zeitung aufmachen können, ohne dass sie ihren Buben irgendwo auslachen. Immer wieder blöde Artikel, ich weiß, das gehört dazu, wenn man sowas macht. Und die wollen dich doch nur ärgern, boah, wenn man weiß, dass wenn wer sagt, du blöder Huren, so nicht stirbt und bei nur Bullshit ist kein Schimpfer, wenn nicht spurenlos an dir vorbei. Du denkst ab und zu, das muss doch ein Irrtum sein. Und nicht einmal ein Mühlviertel bleibt verschont. So viel zu haben, es ist zu viel geworden, 10 Gang overschalten. Wir haben genug gehabt von den ganzen Neigestalten. Wir wollten unseren Tagesablauf einmal neigestalten. Einmal seine Persönlichkeit entfalten. Weil ob du willst oder nicht, du wirst in eine Rolle drängt. Alle drucken's dir ein, alle und zwar volles Hemd. Du musst laufen, ja, wenn schon alles brennt. Man kann sagen, was man will, aber das war extrem. Auszeit, einmal zwei Monate Pause gemacht. Überangestrengt, durchbrennt, Alter, tausendfach. Aber still sitzen? Ihr kennt's mir ja. Und so hab ich die nächsten Sachen mal ausgedacht. Ich hab mein Stuff gemacht, Solo-Album, Kinofilm, Jury-Mitglied. Und auf keinen Fall sinnlos schön. Auch privat hab ich einiges regeln müssen. Manchmal muss Personen, die du liebst, aus dem Leben schießen. Den Wind aus den Segeln zu nehmen war so wichtig. Und den Pegel zu zähmen war so wichtig. Statt laut einmal leise zu sein war so richtig, weil so kommt das meiste zum Schein. Endlich war einmal Zeit und es hat gut da. Wieder erholt hab ich mir gedacht. Ich ruf ein Mannix und frag nach, was dursten. Wann hättest du Zeit? Unsere Fans verdursten schon. Es ist Zeit geworden für die nächste Platten.
was Erwartungen betrifft, haben wir die längste Lotten. Demos machen, Job, boy, der Texte brocken. 30 Lieder aussortieren, war da die Gäste hocken. Weil auf einer Sony-Scheibe 12 Tracks aufgekommen. Wir hätten 1000 Nummern, die überall laufen. Kundaten und nur mit 1000 Nummern, die wirklich schlecht sind. Weil Tracks shitten Isos wie in echt an. Yeah. Und wo gehobelt wird, fallen Arschbiene. Job, und die gefallen nicht jedem. Die Texte auf dem vierten Album, ja, boy, das waren alles Themen, die uns wichtig waren, das muss man erwähnen. Es hat es passt und gleichzeitig auch nicht. Alles hat seine Zeit, aber Zeit, sie vergeht. Sie bleibt niemals stehen und es war nicht mehr dasselbe. Die ganze Zeit war so, es hat irgendwas gefällt. Jetzt nimmer, beide sind wir draufgekommen. Was wir nach außen sind, ist in uns drinnen auskummert. Man schreit BNG for life, am Anfang denkt man, ich bleib immer gleich. Doch das stimmt nicht, man verändert sich. Nur wer Veränderung zulässt, der bleibt sich selbst treu. Die sich spüren, erschaffen immer wieder einer Welt neu. Wir sind so schnell oben gewesen und auch schnell gefallen. Dann wieder aufgestiegen, hoch bis ins Weltall. Dann wieder gefallen, es ist überall ein Auf und Ab. Das ist schon klar, nur irgendwann hast du das Zusammenraufen satt. Wir zwei sind einfach grundverschiedene Menschen. Wir haben sie nicht entfalten können. Unterschiede begrenzen, nicht falsch verstehen. Wir zwei gängen im Guten auseinander. Wir sind vom Land, da hast halt einen guten Hausverstand. Aber man biegt halt die ganze Zeit nur so aufeinander. Jetzt hast Schlussstrich, Ende Gelände, aus der Traum. 5 Jahre sind wir Seite an Seite durch Erfolg und Scheiße gerannt. Aber jetzt und hier ist der Punkt, wo unsere Reise endet. Wir beide haben kein weißes Hemd. Wir haben sie die Finger schmutzig gemacht und unser Gewand ist schweißgetränkt. Haben sie den Arsch aufgerissen. Wir waren für jedes Lied gestorben. Doch so ein Einsatz kostet Kraft. Jetzt sind wir mir geworden. An unsere Fans, die allerbesten der Welt. Jeder ein Individuum bleibt sich selbst. Und ist der Weg steinig und reich an Schmerzen, dann bitte folgt's immer euch an Herzen. Weil Glück steht in keinem Buche, was wie zählt. Glück findet man nur auf der Suche nach sich selbst. Wir haben echt gern gehabt, drum schmerzt es heute ein bisschen. Kopf hoch, bleibt zum Start, wir werden euch vermissen. Grad außer gesagt, ich werd an dem Text nimmer fallen. Das war meine letzten Track, shit, das Zeit. Warum jetzt nimmer? Es kommt heute halt die Zeit, wo man Veränderung braucht und man ist für alles bereit. Dass man seinen Weg eine neue Richtung gibt und nicht verwurzelt immer auf die gleiche Lichtung blickt. Sowas zerfließt innerlich, man will Veränderung, weil sie deine Pläne heute halt irgendwie agendert haben. Drum muss man's zulassen, offen für Neues sein, weil kein Mensch auf der Welt in sein Tun gleich bleibt. Und so eine Zeit kommt bei uns, ist jetzt beide da. Drum müssen wir Moves machen, dass man's Projekt nicht leiden lässt. Wenn man nimmer das verkörpern will, wird leider sehen. Dann gehst in die und weißt, es ist jetzt Zeit zum Gehen. So viel Entscheidungen, nicht jede war die richtige. Aber aus Fehlern lernt man, das ist das Wichtigste. Man nimmt Abstand und kann zurückschauen auf eine geile Zeit. Was zum Job geworden ist und angefangen hat als Zeitvertreib. Wir können richtig stolz sein auf das, was wir geschafft haben. Dass selbst die verstummt sind, die früher immer gelacht haben. Zwei Buben vom Land haben sich einer gesagt, wie's gehen kann. Deswegen hat die Entscheidung ein Veto. Es war nie leicht, wir kennen immer schon den Gegenwind. Haben sie erzöpfen gewusst, wie man unser Segel richt. Erfahrungen gesammelt mit der Zeit, die dein Leben prägt. Was uns Schritt und Tritt begleiten wird auf jedem Weg. Danke an die Fans, jeder der harte Kern.
Für euch schreibe ich immer meine Worte gern. Ihr seid die Besten, das haben wir oft genug gesagt. Dann Haufen auf und ab's, mit euch haben wir alles durchgemacht. Jeden einzelnen von euch bin ich dankbar. Unser Weg, der gute 5 Jahre lang war. Komisch, wie schnell die Zeit verrennt. Doch mit dem Track find das Ganze jetzt leider sein End.